Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Und ja, wir sind immer noch dabei, den guten Erik zu befreien. Ich weiß nur nicht, kann ich vielleicht... Ich probiere es einfach mal. Erstmal hier an den Wachen vorbei. Runter, wieder ums Eck. Hier rüber, da lang. Ab ins Häuschen. Nee, Moment. Da kommen wir auch anders hin. Indem wir ganz geschickt an den Leuten hier vorbeischlendern. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, kann ich hier auch einfach runterspringen. Ach. Na, ist das zu einfach oder was? Ja, na sicher wollen wir hier runterspringen. Wir wollen jetzt zu dieser Gondel. So. Nein, nope, nö, just nope. So. Hui. Das ist ja gut gegangen. So. Hier steht schon eine Gondel. Wir müssen irgendwo hin, wo noch keine steht. Da. Das sieht gut aus. So. Bevor ich da hochgehe, werde ich noch mal ganz kurz ein bisschen meine Gegenstände umsatteln. So dass die Heilkräuter ein bisschen verteilt sind. Damit mir so etwas wie mit Veronica nicht nochmal passiert. Auch wenn wir jetzt unsere Heiler, auch wenn sie jetzt theoretisch selber heilen könnten. Aber das war ja jetzt wirklich ein komischer Move. So, dann... Ich werde das Gefühl nicht los, dass da oben gleich noch ein Kampf auf uns warten wird. Deswegen heilen wir mal Rionaldo. Die Magiepunkte sind eigentlich relativ safe. Die sollten jetzt keine Schwierigkeiten machen. Können wir die Dinger hier noch kaputt machen? Ja. Kaputt machen schon, aber wir bekommen keine Gegenstände raus. So. Was ist mit dem Ding hier? Nein. Nix. Okay, ich bin mal gespannt. Still you fail to find him. Imbeciles. Search again and do not return empty-handed. Na, der ist ja sehr entschlossen, der Junge. It's now or never, my loves. Time to enter from stage right and save the day. Hoffen wir das Beste. Los geht's. So finally you scurry into the light. You rats think to gain the advantage by ambushing me while I am unguarded. I welcome the chance to tear you apart with my own hands, Darkspawn. Naja, das wollen wir nochmal sehen. So. Erstmal die Taktik ändern. Und zwar, alle sollten die Befehle folgen. Auf die Art und Weise haben wir mehr Kontrolle über unsere Freunde. So, wollen wir erstmal Schwächungen. Ja, finde ich gut. Magische Barriere. Nee, wir fangen erstmal mit Schwächungen an. Verfehlt? Kannst du noch nicht machen. Kriegen wir dich eingeschlafen? Verfehlt. Na komm. Dann geben wir uns aber zumindest ein bisschen Speed. Du hast auch Multibeschleunigung. Umso besser. Yikes! Fräulein! Dann würde ich mal sagen, versuchen wir es mal.
So. Wiederholungsheilen ist jetzt irgendwie nicht das, was wir brauchen. Komm, probieren wir es mit Angriff. 19 Schaden, okay. Probieren wir es mal mit einem Flammenhieb. 25, das ist okay. Dann kannst du mal bitte deine Schwester heilen. Also es ist schon derbe. Naja, komm. Versuchen wir es mal weiter mit Flammenhieb. Okay, sieht gut aus. Was können wir noch? Edge. Probieren wir es mal. Vielleicht kann er dann auf die Art und Weise nicht mehr verfehlt. Das bringt nichts. Na gut. Dann machen wir es roh und weniger zärtlich. Veronica, Serena heilt fröhlich. Yikes. Das ist uncool. Ah ne, aber geht. Wehrt ab. So eine Sau. Ja, doch, probieren wir's. So, Zauber. Das bringt mich bei dir definitiv ein bisschen mehr. So, mittlere Heilung. Heilung. Nehmen wir lieber Heilung. Ganz normale. Yikes! Wir machen weiter. Lieber angreifen. Zauber, Wiederholungsheilen bringt hier jetzt gerade eben herzlich wenig. Nee, du machst einen Angriff. Sehr schön. Dafür kannst du jetzt die Heilung machen. So, stelle ich einfach mal hier nach hinten. Warum auch immer. Ja, ist okay. Nee, weiter mit dem Flammenhieb drauf. Zauber, Mittelheilung. Aufdufter Typ. Wird nur ein bisschen abgewehrt. Okay, Flinkheit setzt sich komplett zurück. Aber das macht nichts. Ah, langsam werden hier die Fähigkeiten krasser. Ja, das gefällt mir. So, jetzt hoffe ich nur, dass Serena gleich... abgewehrt. Gleich nochmal ihre Schwester heilen kann. Das hält sich gerade noch ganz gut. Oh, nur gut, dass wir sie geheilt haben. Gar nicht geil. Keine Zauber wirken. Das ist echt nicht geil. Dann geht es nicht anders. Dann müssen hier Heilkräuter verwendet werden, um zu hochzuheilen. Okay, auch hier sind keine. Ne, doch. Wir können nämlich zaubern. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, hier solche Späßchen zu machen.
Versuchen wir es nochmal mit dem feurigen Salto. Ja, komm. Probieren wir. Super. Gegenstand. Nochmal ein Heilkraut auf sich selbst. Und alles ist safe. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass... Autsch. Jetzt müssen wir echt nur noch hoffen, dass... die langsam ihr Stumm wieder verlieren. Ah, es sieht aber so aus, als ob sie gleich ihr Stumm verlieren würde. Das finde ich super. Zauberbann. Errichtet eine Barriere, die den Nutzer vor offensiven Zaubern schützt. Lieber mal eine Zauberbarriere. So, was hat sie noch für Fähigkeit? Ah, das bringt nichts. Dann lieber mal ein Heilkraut noch hinterher. Fähigkeit Flammenhieb. Ja, geht doch. Hör mal auf damit. Koop-Kräfte. Oh, das ist super. Genau das machen wir. Ha, das hat gut getan. Ah, ausgezeichnet. Jetzt können wir auch mal wieder einen richtig guten Move machen. So ein Lied, das die Angriffskraft der gesamten Gruppe ganz erheblich steigen lässt. Ne, es setzt einen einzelnen Gegner mit sengender heißen Klinge zu. Das schon eher. So, das ist auch perfekt. Wir können endlich wieder zaubern. Naja, oder einfach daneben zaubern. Alles gut. Nochmal einen feurigen Salto oben drauf. So, das Gute ist halt eben echt, dass die jetzt hier schrittweise Lebenspunkte und so weiter wieder regenerieren. So, super. Probieren wir es mal mit Sol. Ach, kann zurzeit keinen Zauber wirken. Sie ist immer noch stumm. Naja, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als dass sie sich einmal mal ganz kurz selber heilt. So. Puste nochmal ein bisschen Feuer drauf. Ja! Besiegt! Victory! Nice. 2000 Erfahrungspunkte. Not bad. Jetzt dürfen ruhig alle. Oh, aber er lernt jetzt auch Mittelheilung. Sweet. Told you I was tough. Oh, Veronica steigt nochmal ebenfalls auf Stufe 19. Also hat sie selbst, obwohl sie gestorben ist, noch Erfahrungspunkte bekommen oder was? Krass. To my knees, Pike. You vermin. How could this happen? Oh, Eric, are you all right? Here, let me untie you. What devilry is this, Darkspawn? By what trickery did you manage to overcome Sir Jasper?
It matters not. You have had your fun. Now accept your fate and give yourselves up. Niemals. All right, this is gonna seem crazy, but just trust me, okay? Geronimo! True to form, the rats leap from the sinking ship. So much for your faithful friends, Darkspawn. Now, this ridiculous farce has gone on long enough. All that remains is for you to choose how it ends. Also ich würde sagen, erst klatsche ich dich, dann klatsche ich deine Freunde und dann klatsche ich wieder dich. So wie gerade eben auch schon gezeigt. Surrender to me? Or entrust your fate to the sharks that circle beneath? Well, which will it be? Oh! Sir Jasper, look! Hm? How's that for a dramatic entrance, huh? Introducing the Salty Stallion, the finest ship to ever sashay across the seas. Oho, extravagante Herr. Dave, be a darling and pull over to the quayside so my friends can hop on, will you? Right you are, Silver. All aboard! Get them! Tja, da haben die Haie zumindest zwei zum Fressen. Ciao for now, Jasper, darling. Bet you didn't see that ending coming. Ooh, I do love a twist. What are your orders, sir? They're getting away. They will not get far. Das sagt jetzt. Ooh, made it. And by the skin of our teeth. We owe you one, Sylv. Oh, don't be silly, darling. Dave is the one you need to thank. It's his steady hand on the helm that steered us out of the jaws of danger. Oh, stop it, Sylv. I'm just doing my job. No need to... Oh, blimey, what the heck's that? What? Och nö. My goodness, it's disgusting. Ja, aber sowas von. I told you you would not get far. Enjoy your journey to the ocean floor. Now, my dear Tentacula. Welcome your new friends to the loving embrace of the deep. Crikey, here it comes! Oh, I'm too young and beautiful to die! Na, lass los! What's that noise? Nanu? Those are Gondolian merchant ships. What are they? Fire! Aye, aye! Ein Glück, die gehen auf Jagd. Look!
safe now, see? Bene, bene. That monster always is harassing the ships in this area. Molto irritante. Oh, endlich kommt der Bürgermeister mal zur Besinnung. Hey, it's me, Placido. Listen, I can speak now. I have back my voice again. The boy, he tell me everything. He tell me it's you who cure him. And also, he convinced me that you are no Darkspawn. That is no you who curse him in this way. Ah, oh, wenigstens einer, der uns glaubt. He explained everything to me. Scusa, amici. I have done to you a great disservice. Some days ago, I play outside the town and I observe Sir Jasper talking to the monster. So? He's scary, so I make a little scream. He hear me and curse my voice so I cannot speak about what I see. It was horrible. Ach du Kacke. So I learn that the one they call the Darkspawn saved my boy. And the noble knights of Eliodor, they consort with the monsters. What does it all mean? I cannot understand. But I know that you are an hero. And an hero must escape to fight another day, see? Auf jeden Fall! Darkspawn! Hear me! Today, you were lucky. But your luck will run out. And when it does, I will be there. If you're wise, you will live in fear of that day. Na klar. Things won't be easy for you now. You defied the Heliodorians, and they don't like that. Don't let them grind you down, you hear? Yes, it is! Good job! Job! Arrivederci! Endlich neue Freunde. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Und damit können wir jetzt mit dem Schiff die Welt bereisen, denke ich. We live to see another sunrise. We're blessed. Blessed, I tell you. Oh, Dave, I forgot to ask. Have you heard any little birdies chirping about a merchant buying something called the Rainbow over in Gallopolis? I have, as it happened, Silver. Word on the grapevine is the fella what bought it headed over Svardrust way. This really isn't just a game to you, huh? Friends, shipmates, amigos, Svardrust and the Rainbow await. Onward, forward, northeastward, destiny beckons. Also er bringt auf jeden Fall Schwung in die Party, muss ich echt gestehen. Ich weiß nur nicht, ob der nicht vielleicht dann am Ende doch noch ein Traitor ist oder so. Aber dann, Segel setzen! Dafür, dass du an Bord von Rionaldos Schiff, der Schmuckenstute, in See gestochen bist, um den Schillerzweig zu suchen. Ach ja, Segel setzen. Schiff Ahoi, die Zeit ist gekommen, dich im Seemannsgang zu üben. Du kannst mit der Schmuckenstute an jedem Ort vor Anker gehen, der auf deiner vertrauten Karte mit dem Ankersymbol markiert ist. Und wenn du wieder in See stechen willst, sprich einfach mit Fred. Also, es wird jetzt es wird Zeit für deine Jungfernfahrt. Warum setzt du dich nicht in die Segel und in nordöstliche Richtung Kurs auf Kriegewald? Okay. Das scheint wohl der richtige Weg zu sein hier. Nein. Ich würde ganz gerne einmal kurz die Karte sehen. Moment, was ist das hier drüben dann? Oh, es gibt Wassergegner. Hopp. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Taktiken, alle... Nee.
um sich zeigen, wir machen hier wieder den einfachen Weg. Und guck mal, was so passiert. Der heilt sich selber, der olle Schamane. Das hat schon ein bisschen weh getan. Also schadenstechnisch sind die auch echt gut dabei, muss ich sagen, wieder. Die halten schon ein bisschen was aus. So, aber wieder ein Level-Up für Erik. So, ich stelle mir gerade die Frage... Smaragdküste. Ah, ja klar. Voll gut. Wir können jetzt hier wieder zurück an die Dörfleien am Anfang. Das ist voll geil. Das heißt, wir können jetzt hier auch die ganzen Sidequests und so weiter machen. Das passt sich sehr gut. Dann kann ich nämlich diesen Punkt hier nochmal greifen. Na, hier. Um hier gegebenenfalls dann, jetzt muss ich mal schauen, Magie, Teleport. Ja, sehr gut. Jetzt können wir sogar noch zur Smaragdküste teleportieren. Was macht das eigentlich? Das Zauber kann sofort zum Eingang... Ah, das ist cool. Viele, viele coole Features, die jetzt dazugekommen sind. So, und da hinten steht schon das Schiff parat. Dann wollen wir mal wieder weiter. So, das war nämlich nicht der Ort, wo wir hin wollten. Das heißt also, es ist... Ah! So weit im Nordosten ist das. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Was haben wir denn hier? Für einen krassen Schimmer. Nicht Schirm, Schimmer. Das ist kein Schaden, der da gerade kam. Das ist Schaden. Das auch. Jawohl, Veronica ist einfach sowas von mies übertrieben. Richtig geil. Ich mag die Kleine. So, was ist das denn hier jetzt eigentlich? Lichtsäule zu sehen, aber derzeit scheint diese nicht zu bewirken. Okay. So, aber das ist wohl der Hafen, den wir brauchen. Ah, im Umland von Krielgrwert von Bord gehen, ja. Ich glaube, hier wird es eher so ein bisschen nordisch. Große Wikingers und so. Können hier nochmal ganz kurz reingucken, ob wir hier irgendwelche coolen Kisten oder so finden. Ha, zumindest können wir die kaputt machen. Ein bisschen Geld sammeln. Nö, mit dir will ich nicht reden. So, schauen wir mal kurz auf die Karte. Das ist wirklich nicht gerade sehr weit. Einfach nur geradeaus hoch. Na dann, los geht's. Ach krass, sind wir etwa schon da? Nee, hier sind Gegner. Das ist sicherlich nicht das Dorf, was wir suchen. Eine sehr offene Gegend hier. Das ist alles noch das Umland. Da oben ist Eschenburg. Das ist mal gut zu wissen. Aber wir können dann hier bestimmt auch ein bisschen schlafen. Eine Mission.
Da haben wir noch irgendwas. So, Reisender, wusstet ihr, dass diese Felder einst das des großen Königreichs Kriegerwelt waren? In seiner Blütezeit war es einst genauso prächtig wie Heliodor oder Gallopolis. Doch dann eines Nachts machte eine riesige Monsterhorde die ganze Nation dem Erdboden gleich. Heute stehen nur noch ein paar Ruinen. Die einzige Pracht von Kriegerwelt ist eine ferne Erinnerung. Doch nicht alles ist spurlos verschwunden. Die Seelen jener, die in dieser schicksalshaften Nacht getötet wurden, sind durch schwere Last ihrer Trauer immer noch an diesen Ort gebunden. Ihre Wut auf die Monster, die ihr Heimatland zerstörten, und ihre frustrierende Ohnmacht den Angreifern gegenüber machte sie selbst zu Monstern, zu grimmigen Gerippen. Bei Anbruch der Nacht erheben sie sich aus den Gräbern und durchstreifen die Ruinen von Kriegerwelt, um für ihre ihr Scheitern zu büßen und ihren Zorn zu lindern, greifen sie jeden an, der sie erblickt. Reisender, diese Monster waren einst meine Landsleute. Ich ertrage es nicht, sie derart leiden zu sehen. Könnt ihr sie von ihren Qualen befreien und ihnen den verdienten ewigen Frieden schenken? Klar. Oh, eine Robe der Ruhe gibt's dafür. Genussbeet. Ah, ich muss den neue Koop-Fähigkeit rausfeuern dafür. Ist natürlich schwierig. Hier haben wir noch ein paar Vasen, die wollen zerstört werden. So. Aber hier kann man nochmal eine Runde übernachten. So, wie teuer ist denn der ganze Spaß? 50 Goldmünze, ja, das ist auch ein Schnäppchen. So. Und abspeichern können wir hier auch noch. Dafür müssen wir nur hier hoch. Oder irgendwo hier. War doch noch gerade eben. Oder ist der da oben? Gucken wir nochmal rein. Ach, da ist er doch. Nee, ich glaube, das ist nicht die richtige. Ah, da geht's hoch. Irgendwo hier muss doch ein netter Herr sein oder eine nette Dame, die uns die Möglichkeit erlaubt, speichern. Ah, hier haben wir noch ein Buch. So, Anleitungsbuch, Titel Schmieden mit Stahl. Stahlbreitschwert, Wehkreuz, Stahlschild, Stahlhelm, Ritterrüstung. Jawohl, nicht schlecht. So, ich guck mal hier oben, ob wir hier irgendwas haben, wo wir abspeichern können. Ne, hier haben wir eine Kiste. Eine Mini-Medaille. Mal wieder. Ich bin jetzt hart verwirrt. Eigentlich sah das Ganze so aus, als ob es hier irgendjemanden gibt, bei dem man speichern kann. Ich probiere mal hier so einen gewagten Sprung. Yes! Das hat schon mal funktioniert. Jetzt laufen wir hier noch einmal im Kreis. Nö, nix. Aber hier wird doch irgendwas angezeigt. Ich check's nicht. Oder ist das doch die Olle hier? Ah, okay, sie ist es. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier einfach abspeichern.
und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Dragon Quest XI. Bis bald!